Bis das so funktioniert, waren noch einige kleine Hürden zu überwinden. Ich habe mich schon länger mit dem Kauf eines 3D-Scanners getragen, ja, aber die Preise waren mir noch zu hoch. Jetzt habe ich hier ein günstiges Angebot erwischt, aber beim Verkäufer über Kleinanzeigen hat die Software erstmal nicht funktioniert. Beim Probelauf kam es dann zu dieser unschönen, hartnäckigen Fehlermeldung, aber ich habe mich trotzdem zum Kauf entschlossen, weil der Preis unschlagbar günstig war. Ich habe mich auf meinen Instinkt vertraut und habe mir gesagt, vielleicht kriege ich das zum Laufen. Und heute in diesem Video zeige ich euch, wie das geht. Wenn also ihr mal umzieht mit diesem Teil, schaut euch das Video an. Die Installation vom beigegebenen Stick führte zum selben Ergebnis. Hier war man noch zuversichtlich, aber der Start des ersten Scans zeigte dieselbe hartnäckige Fehlermeldung wie beim Verkäufer und da half auch alles nochmal draufklicken und nochmal draufklicken nicht. Also wenn euch das bekannt vorkommt, ich zeige euch, wie das Problem gelöst wurde. Nachdem ich mit so einer, ja, Chirurgenbrille kann man bald sagen, ja, Lupenbrille, die Steckkontakte analysiert habe und die sahen alle sehr gut aus. Das war mein erster Verdacht, ja. Zeigte aber hier im Task Manager doch, dass irgendein Zugriffsproblem besteht. Auch hartnäckiges Rumstochern mit der linken Maustaste im Nebel führte nicht weiter. Klick und nochmal Klick, nichts funktioniert. Problemlösung war auch keine große Hilfe. Dann fand ich in einem Forum eine Datei, die heißt Troubleshooting. Und von dort wurde ich weitergeleitet, oder es gab einen Link zu der Original Creality Treiber Website. Also habe ich die Anwendung vom Stick gelöscht, das Programm deinstalliert und habe von der Creality Firmware Website die neueste Firmware, die Version VE 2.5.12, also die oberste, aus dem CR Studio Scan 01 und Lizard, die scheinen für beide zu gehen. Runtergeladen, eine Exe-Datei, habe sie auf Viren gescannt. Mein Virenscanner sagte, ist okay und habe die Anwendung neu installiert. Ich hatte wenig Hoffnung, aber irgendwie sah das dann doch schon alles ganz anders aus und als mal zu nah und zu fern kam, da wurde ich dann zuversichtlich. Und dann kam diese Meldung hier: Fehler beim Herunterladen der Kalibrierungsdatei. Naja, gut, okay. Importieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Mir fiel dann schon auf, dass links oben das Symbol war nicht mehr rot, das Verbindungssymbol, sondern das war schwarz. Also einiges hatte sich dann doch schon geändert und langsam machte sich ein wenig Hoffnung breit. So, ihr seht es jetzt links oben nochmal und tata, jetzt schaut euch das an. Rechts ist jetzt ein Vorschaufenster aufgetaucht, in dem das zu scannende Objekt, also zumindest die Kamera hat mal was gemacht, ja. Ihm dann natürlich auf dem grauen Teller ein Modell, das ich vor 30 Jahren mal gebaut habe, mit einer hellgrau, dunkelgrauen Wintertarnung anzubieten, war schon gemein. Seht oben rechts im Fenster, das läuft jetzt mit vierfacher Geschwindigkeit, seht ihr natürlich auch, er findet nicht allzu viel. Rot bedeutet immer, wenn, soweit bin ich jetzt schon, rot bedeutet immer, kann er nicht erkennen, die Bereiche. So, ihr seht das nochmal, wie er im Nebel rumstochert, aber das wäre jetzt schon Zeit für ein weiteres
Video, nämlich die Anwendungen, die ersten. Hier ging es jetzt nochmal, für die, die hier mitten reingeklickt haben, es ging darum, dass keine Verbindung zwischen dem PC und der Steuereinheit mit Kamera über das USB-Kabel zustande kommt und wie ihr euch dann über die Installation der Original-Firmware von der offiziellen Creality-Seite helfen könnt. Weiter vorne habe ich einen Screenshot der Creality-Seite. Ja. Könnt ihr euch nochmal anschauen. So, jetzt hat er den Herbie gekriegt. Der ist rot. Die Einstellung der Kamera ist noch immer schlecht. Also was er hier jetzt versucht, ist mal das Dach zu erkennen. Aber nochmal, den Rest jetzt in vierfacher Geschwindigkeit. Und das wird Thema weiterer Videos zum Thema 3D-Scannen und 3D-Drucken. Ja, hier seht ihr jetzt, wie er langsam anfängt, sich eine Dachpartie zumindest zusammenzusuchen. Wer da Tipps hat, gerne schreiben im Kommentarfeld. Ich weiß, das ist kein Video, was eine große Resonanz erreichen wird, aber wenn es dem einen oder anderen hilft, der vor einem ähnlichen Problem steht, und es ist ja so, dass jetzt die ersten auf den Gebrauchtmarkt kommen, ja, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da einige dann vor ähnlichen Problemen stehen, und ja, dann ist es vielleicht doch eine Hilfe. Tschüss, wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Kommentar und bis zum nächsten Video.